Das Deutschland des 20. Jahrhunderts hat trotz aller negativen Aspekte seiner Existenz der Welt große militärische Persönlichkeiten geschenkt. Sie wurden gefürchtet, gehasst und bewundert. Kurzum, niemand blieb gleichgültig gegenüber den begabten deutschen Befehlshabern. Einer dieser berühmten deutschen Militärs war Erwin Rommel, der legendäre Wüstenfuchs. Rommel wurde am 15. November 1891 in Heidenheim an der Brenz in Süddeutschland geboren. Er war das dritte von 5 Kindern in der Familie. Sein Vater arbeitete als Lehrer und seine Mutter stammte aus der Familie des württembergischen Staatspräsidenten. Rommel zeichnete sich von Kindheit an durch ein überschwängliches Temperament aus. Er setzte sich immer wieder schwierige Ziele und hatte Erfolg. Als Kind träumte er davon, Luftfahrtingenieur zu werden, doch sein Vater widersprach ihm. In der Luft gibt es keine Unterstützung und stellte ihn vor die Wahl zwischen dem Beruf des Lehrers und dem Militär. Die letztere Option erschien Rommel am interessantesten. Er absolvierte bald die Militärschule und begann eine Karriere im Dienste Deutschlands. Im Alter von 18 Jahren trat Rommel als Fähnrich in das württembergische Infanterieregiment ein und trat 1910 in die Offizierskadettenschule in Danzig ein. Im November 1911 machte er seinen Abschluss und wurde im Januar 1912 zum Leutnant befördert. Rommel war begierig darauf, seine Fähigkeiten in einem echten Gefecht unter Beweis zu stellen, und die Gelegenheit bot sich bald. Der Erste Weltkrieg hatte begonnen. Während des Krieges diente er in einem Alpenbataillon an der gebirgigen Grenze zu Italien und Rumänien. Während der Kämpfe am Monte Caparetto eroberte Rommel wichtige strategische Stellungen, erzwang die Kapitulation der überlegenen italienischen Streitkräfte und erbeutete eine große Anzahl erbeuteter Waffen. Für diese kühne Tat erhielt Rommel die höchste militärische Auszeichnung Deutschlands, den Verdienstorden. Wenig später wurde er auch verwundet und erhielt 1914 das Eiserne Kreuz 2. Klasse und 1915 das Eiserne Kreuz 1. Für Mut und Tapferkeit sowie unglaubliche Tapferkeit erhielt er den Rang eines Hauptmanns und mehrere Auszeichnungen. In der Nachkriegszeit befehligte Rommel verschiedene Infanterieeinheiten. Im Jahr 1937 veröffentlichte er eine Vorlesungsreihe über militärische Angriffstaktik. Im selben Jahr wurde Erwin Rommel Chef der Leibwache Adolf Hitlers. Anschließend arbeitete er als Kommandant an der Militärakademie, trat dann aber als Brigadegeneral wieder in Hitlers Leibwache ein. Das Jahr 1939 steht im Zeichen des Überfalls auf Polen. Nach dem deutschen Überfall auf Polen bat Rommel Hitler um die Erlaubnis, eine Division zu kommandieren, die sich auf den Angriff auf Frankreich vorbereitete. Rommel wurde schließlich zum Kommandeur der 7. Panzerdivision ernannt. Bei der Eroberung Frankreichs wandte er die neue Blitzkriegstaktik an und stellte erneut sein Können unter Beweis. Rommel rückte sehr schnell vor und riskierte dabei, gesehen zu werden, was er jedoch durch eine enorme Feuerkraft und Überraschung kompensierte. Der Befehlshaber versuchte nicht auf breiter Front anzugreifen, sondern konzentrierte seine Panzer, um die feindlichen Verteidigungslinien zu durchbrechen. Als Panzerfahrer nahm Rommel persönlich an den Kämpfen teil und rückte in den vordersten Reihen vor. Er tat dies, um die Gefechtslage zu kennen, um sofortige Entscheidungen zu treffen und um die Moral seiner Soldaten zu erhalten. Gegen Ende des Krieges war Rommels Division in Frankreich als Geisterdivision bekannt. Der Feind wusste nie, wo Erwin Rommels Division das nächste Mal auftauchen würde. Bis 1949 war Rommel hauptsächlich auf europäischem Gebiet tätig. Doch dann schickte Hitler ihn nach Nordafrika. Er hatte die Aufgabe, die Briten daran zu hindern, die italienische Armee zu besiegen und sie nach Ägypten zurückzudrängen. Die ersten Einheiten der deutschen Armee unter Rommel trafen im Februar 1941 in der libyschen Hauptstadt Tripolis ein. Das Problem war, dass die Kräfte ungleich verteilt waren. Rommel erwartete Verstärkung, die sich jedoch verzögerte. Um die Briten davon abzuhalten, über ihre Überlegenheit nachzudenken, ordnete Erwin die Installation von Panzermodellen an, um den Eindruck zu erwecken, dass die Deutschen über militärische Ausrüstung verfügten. Seine Politik war geprägt von Aggressivität, List und Blitzangriffen. Dafür erhielt er den Spitznamen »Der Wüstenfuchs«. Am 21. März besiegte er in der Nähe von El Agheil eine britische Armee unter General Archibald Babel. Im Januar 1942 wird Rommel zum General der Armee befördert. Am 27. Mai nahm er die Offensive wieder auf und versetzte den Briten einen unerwarteten Schlag,
der den Feind zum Rückzug an die Grenzen Ägyptens zwang. Am 21. Juni nahmen seine Truppen Tobruk ein, einen wichtigen Punkt der britischen Verteidigung. Mehr als 30.000 seiner Verteidiger, die wegen ihres Mutes und ihrer Ausdauer den Spitznamen Tobruk-Ratten erhielten, wurden gefangen genommen. Am nächsten Tag verlieh Hitler Rommel den Rang eines Feldmarschalls. Ende Juni 1942 standen Rommels Truppen bereits in der Nähe von El Alamein, 100 Kilometer von Alexandria und dem Nildelta entfernt. Für die feindlichen Truppen war dies einer der dramatischsten Momente des gesamten Krieges. Sehr zum Leidwesen der Deutschen erkrankte Erwin Rommel schwer und war gezwungen, zur Behandlung nach Deutschland zu fliegen. Britische und amerikanische Truppen nutzten dies aus und starteten eine Offensive. Rommel kehrte zurück, doch es war zu spät. Die Schlacht von El Alamein wurde von den Deutschen verloren. Rommel versuchte, die Armee aus Tunesien und Marokko herauszuschicken, aber Hitler lehnte den Antrag ab und entzog Erwin seinen Rang als Heerführer. Erwin kehrte nach Europa zurück und begann, sich an der Verteidigung der Normandie zu beteiligen. Die Strategie für die Verteidigung der Nordküste war schlecht organisiert, sodass die feindlichen Landungen 1944 erfolgreich waren. Zweimal, am 17. und 29. Juni, trafen Rommel und Karl Rundstedt mit Hitler zusammen und versuchten, ihn davon zu überzeugen, den Krieg zu beenden, solange noch bedeutende Kräfte des deutschen Heeres vorhanden waren. Doch der Führer reagierte auf ihren Vorschlag nur mit einer wütenden Beschimpfung. Am 17. Juli wurde Rommel schwer verwundet. Sein Auto wurde von einem britischen Flugzeug beschossen. Er wurde zur Behandlung nach Ulm zurückgeschickt. Zu diesem Zeitpunkt war Rommel bereits völlig desillusioniert von Hitlers distanzierter militärischer Führung und begann allmählich, seine Augen für die Gräueltaten der Nazis zu öffnen. Am 20. Juli 1944 wurde ein Attentat auf Hitler vereitelt. Das Komplott wurde aufgedeckt und einer der Verschwörer nannte den Namen Rommel, obwohl Rommel nicht direkt an dem Komplott beteiligt war. Aber unter den Verschwörern gab es viele, die glaubten, dass der maßgebliche Rommel in die neue deutsche Regierung eintreten und sie vielleicht sogar anführen sollte. In Anbetracht der herausragenden Verdienste des Generalfeldmarschalls beschloss Hitler, seinem Liebling eine besondere Ehre zu erweisen. Am 14. Oktober 1944 wurden zwei Offiziere zum Generalfeldmarschall nach Hause geschickt, die Rommel den Willen des Führers mitteilten. Entweder wird er vor Gericht gestellt oder er muss sterben. Der Prozess bedeutete ein Todesurteil und die anschließenden Repressalien würden auch die Familienangehörigen des Kriegsherrn treffen. Der Feldmarschall, der sich von seiner Verwundung nicht mehr erholte, wurde sogar gezwungen, Gift zu nehmen. Am 14. Oktober 1944 verstarb Erwin Rommel nach der Einnahme von Zyankali. Er wurde mit allen Ehren beigesetzt. Adolf Hitler hatte dies persönlich angeordnet. So endete der Weg des legendären Wüstenfuchses, bei dessen Erwähnung viele Soldaten erschauderten. Rommels Grab befindet sich in Harlingen, in der Nähe von Ulm. Noch Jahrzehnte nach dem Krieg versammeln sich dort an seinem Todestag Veteranen des Afrika-Feldzugs, darunter auch ehemalige Gegner, um den legendären Feldherrn zu ehren.